Jetzt bin ich unsicher, jetzt schaue ich kurz selbst auch nochmal nach. Okay, ja, jetzt soll es gehen, jetzt höre ich zumindest mich mal. Okay, und danke nochmal, Grayling. Danke, dass du es mir gesagt hast. Ich hätte es komplett übersehen. Aber ja, ich habe meinen PC komplett neu aufgesetzt gehabt. Neue Teile und alles. Und da habe ich vergessen, die Tonspur zu setzen, die gestreamt werden soll. Okay, jetzt können wir weitermachen dann. Da in der Forschung bin ich noch zu weit voraus. Dann hole ich die Radarstation nachher hin. Um nachher die Flugüberlegenheit zu sichern. Okay, ich kann noch nicht noch Mist so jetzt kriegen. So, die Japaner. Oh, ich habe noch nicht genug politische Macht, die auch schon fehlt. Oh, Attaché. Ich will die Erfahrung kriegen von ihren Kämpfen. Okay, nur mal ein paar Tage und dann haben wir es. Hoffen wir es nehmen an. Nein. Okay, weil sie eine negative Meinung über uns haben, dann verbessern wir unsere Meinung mal mit denen. Also ihre Meinung über uns. Ich will mir die Erfahrung aus den frühen Kriegen rausholen. Weil ich will dann die nächsten Jäger, die ich produziere, sollen die verbesserten Motoren drin haben. Unser Agent ist tot, leider. Dann nochmal Militärbauplätze holen. Und in 30 Tagen haben wir einen neuen Agenten. Komm mal, sperre Tinte. Dann haben wir Heimatverteidigung, Marineeffizienz und dann holen wir uns die Mobilität für unsere Jäger. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was genau ich machen will. Ich will einfach schauen, dass ich das Schweiz mal faschistisch werde und mich wahrscheinlich noch mit den Deutschen auf einer Seite habe. Ich würde probieren wollen, eigentlich Frankreich zu erobern. Das wäre was Lustiges zumindest mal. Also zumindest Teile von Frankreich auf Seite der Deutschen. Aber ja. Du wirst eh sehen, dass ich mich eigentlich kaum auskenne. Okay, bauen wir mal meinen italienischen Spionagenetzwerk auf. Und das ist das erste Mal, dass ich mich mit ich habe erst heute mir das Spion-DLC geholt. Das heißt, ich kenne mich auch da null aus. Aber ja. Ich meine, das letzte Mal habe ich ja vor einem Jahr gespielt, also. Ich bin auch ein kompletter Noob. Ich habe das letzte Mal vor über einem Jahr gespielt gehabt. Und davor war ich auch nie besonders gut. Davor habe ich, glaube ich, nur einmal eine Welteroberung durchgeführt, aber ja. Bei mir ist es schwer, wenn du dir Sachen abschauen willst. Weil ich glaube, bei mir, ich werde nicht so hilfreich sein. Bringen uns die Japaner jetzt genug sie? Nein. Schade. Die Deutschen mögen uns. Und bei ihnen sollten wir noch eins haben, oder? Ja, da haben wir noch einen Attaché.
Dann können wir es in der Regierung machen. Demokraten wollen wir nicht. Mündliche Mahnung. Wollen wir zum politischen Machtzuwachs. Hätten wir uns wahrscheinlich eher früher sogar schon holen sollen. So. Dann nochmal die Infrastruktur Bemühungen. Und passt eigentlich, dann sollten wir genug haben mal für den Anfang. 7 Militär und der Rest ist. Ah, da haben wir schon zu viel eingelagert. Das heißt, sagen wir, setzen uns mal ein bisschen zurück runter, damit wir Zusatzausrüstung bekommen mehr. So. Dann wir wenigstens ein bisschen Artillerie ausbilden und ein paar Jäger halt. Okay, was können wir jetzt noch machen? Uns gehen sämtliche Rohstoffe mehr oder weniger eigentlich aus gerade. Noch Unterstützung Artillerie hinzu. Faschismus erhält. Was? Wir rufen der Attaché zurück. Der Logistik her. Zusatzausrüstung ist das Einzige, was wir großartig jetzt brauchen. Infanterieausrüstung haben wir. Ausreichend. Jäger bauen langsam auf. Bisschen wir bilden. Kommen einen Jäger im Monat. Dann holen wir uns nochmal zwei Zivilfabriken. So. Okay, dann haben wir schon ausreichend Zivilfabriken, würde ich mal behaupten. Das wird Forschungsgeschwindigkeit. Nachher gehen wir wieder auf Industrieforschung. Die Pilotenübung bringt übrigens ein bisschen Erfahrung. Ach, wir haben überhaupt keine Mannesstärke. Rekrutierbar 138 im Monat. Und in der Ausbildung haben wir zu viel. Okay. Dann gehen wir jetzt von begrenzt. Okay, es geht noch nicht, weil wir keine faschistische Regierungspartei haben. Schade. Dann Schlafschiff, nein, brauchen wir noch nicht eigentlich. Ja, brauchen wir jetzt eigentlich alles noch nichts. Dann warten wir jetzt mal, oder? Stabilität, müssen wir die erhöhen? Ja, sollten wir, ehrlich gesagt. Friedensversprechen werden wir keins machen. So, dann erhöhen wir nochmal den Faschismus-Zuwachs. So, dann haben wir ein Felslazarett, dann gehen wir jetzt auf Industrie. Konzentrierte Industrie. Passt. Können wir jetzt mal weitermachen?
Baubemühungen. Gehen wir auf Infrastruktur weiter. Flieger bringen uns kaum. Bringen uns kaum eigentlich was an, aber ich brauche sie trotzdem einfach. Ah, das nächste ist die Mobilität. Wir wollen die Luftüberlegenheit haben. Rohstoffe müssten wir jetzt Stahl schauen, dass wir irgendwo herbekommen. Zwei Fabriken, wenn wir es bekommen, passt. Dann haben wir wenigstens zumindest mal die Stahlproduktion, also Stahl gesichert für unsere Produktion. Den Rest können wir irgendwie überleben. Wie geht's den Spionen? Sieht eh gut aus. Der Spionage ist weg, noch 30 Tage. Machen wir noch diplomatische Ausbildungen. Bündnis können wir noch nicht betreten, weil die weltweite Spannung nicht hoch genug ist, okay. Nächstes Jahr haben wir noch die nächsten Wahlen. Holen wir uns noch ein Forschungsteam. Vielleicht mal probieren, einfach in der Forschung die andere abzuhängen. Da haben wir das Spionagenetzwerk. Diplomatische Ausbildung haben wir schon mal. Okay, ein Spionagenetzwerk haben wir. Also gut, 5 Jahre sind wir noch voraus. Okay. Momentan mit Baugeschwindigkeit und... Ja, als Schweiz ist es depperter, würde ich mal sagen, ist für uns dann, dass wir warten. Dass wir nicht so viel machen können. Passt, dann haben wir das auch schon mal. Abwende des Funkspruchs abfangen auf Schritt 2. Pass. Das dritte Info haben wir dann und Geschwindigkeit brauchen wir jetzt nicht. Wir haben nicht Bauten zu bauen. Synthetische Raffinerien. Holen wir uns ihn noch her und ich will diplomatischen Druck hier heroben haben. Und du stärkst die Ideologie.